Möchtest du mich und meine Videoprojekte unterstützen? Dann werde jetzt mein Patron. Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying. Auf der feuerroten Veranda. Er war wieder da, so wie in den letzten 5 Jahren in Folge. Und er sorgte mit seinem höllisch roten Grinsen und den brennenden Kesseln dafür, dass die Masse der Süßes- oder Saures-Kinder beunruhigt auf Abstand hinter der magischen Linie der Bordsteinkante blieb. Es war eine Szene aus Faust. Nur war dies kein Theaterstück, sondern meine Nachbarschaft. Nicht nur die Kinder blieben zögerlich und ängstlich auf der Straße stehen, auch deren Eltern. Hier verstehen die Leute unter Halloween im Allgemeinen eine Ansammlung von Pappskeletten und Gruselkürbissen aus Plastik. Da kann ein Kerl mit einer Vorliebe für Feuer und Mistgabeln außerordentlich gruselig wirken. Um ihnen seinen Anblick zu ersparen, der auch nur bei kurzem Hinsehen sicher zu schrecklichen Albtraum geführt hätte, wurden die kleineren Kinder durch die Vorgärten auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Anwesens gelotst und mit Süßigkeiten abgelenkt. So war es an wenigen Kindern, den Mutigen, den Weg anzutreten, sich einen Schokoriegel vom Teufel abzuholen, der sich da im roten Schein des Eingangs ahlte. In den 1970er Jahren war das Süßes- oder Saures-Spiel noch nicht dieser Flirt mit dem Tod, der es heutzutage sein kann. Damals lebten die Menschen in den meisten Vororten schon über viele Jahre in ihren Häusern und machten sich die Mühe, ihre Nachbarn und deren Kinder kennenzulernen. Es war eine Oase der Sicherheit vor der bösartigen Außenwelt, eine Festung steriler Gedanken und ausgewählten Idealen. Umso beunruhigender war es, wenn sich ein Eigenbrötler wie die Warren-Familie in dieser friedlichen Utopie einnisteten und sich nicht wie eine Fernsehfamilie um ihren kurzgetrimmten Rasen kümmerte und Tupper-Partys abhielten. Ganz besonders, wenn sich ihr ältester Sohn Wayne Warren zu Halloween rot anmalte, Hörner aufsetzte und seinen Thron zwischen 2 Kesseln auf der düsteren Veranda bestieg. Ich hatte meine erste Begegnung mit ihm, als mein Vater sich freiwillig meldete, einen der fetten Satan-Schokoriegel für mich zu ergattern. Mit großen Augen schaute ich vom Bordstein aus zu, während sich meine Mütter und die anderen Mütter der Nachbarschaft über diese, ihrer Meinung nach, kranke Geschichte echauffierten. An jenem Abend verteilte ich meine Süßes- oder Saures-Beute auf den Esstisch und sie stibitzte das King-Size-Snickers des Teufels und warf es in den Müll. Erst später konnte ich diese Aktion verstehen, obwohl mir nie Berichte über irgendwelche Vergiftungssymptome zu Ohren gekommen sind, die mit seinen Süßigkeiten zu tun gehabt hätten. Dieser mit Fettfarbe bemalte Teufel entwickelte sich unter den Kindern der Nachbarschaft schnell zur Mutprobe. Als wir älter wurden, ermaß sich unser Wert daran, ob wir uns trauten, Süßes oder Saures auf eigene Faust bei seinem Haus durchzuziehen. Das stellte für die meisten Kids in der Nachbarschaft eine Konfrontation mit ihren Kindheitsängsten dar, eine Art Übergangsritus. Doch meine persönliche Begegnung mit ihm umfasste mehr als sein übliches, bloßes Dämonengerede. Es war weniger eine Herausforderung für mich, sondern eher der Anfang von etwas, der Eintritt in ein Leben, dessen gespenstische Heimsuchungen weit über das übliche Oktoberritual hinausgehen sollten. Und eingedenk des Einflusses, den diese Sache auf mein Leben und das meines Jugendfreundes Dan Rutgers haben sollte, kam ich zu der Erkenntnis, dass ich wohl mehr mit Wayne Warren gemeinsam hatte, als man jemals ahnen würde. Ich war alt genug, um Süßes oder Saures selbst durchzuziehen. Das war ich noch ein paar Jahre gewesen, als ich in die 7. Klasse kam, aber trotzdem hatte ich das Haus des Teufels immer gemieden, obwohl ich es hätte zu jedem Halloween hätte aufsuchen können. Und als die Traube der Süßigkeiten-Sammler angstvoll an seinem Vorgarten stand, nahm ich mir vor, die dummen kindischen Ängste abzuschütteln.
Auf der Eingangsveranda des Natursteinhauses saß der Teufel auf einem schwarzen Thron, eine Mistgabel in der Hand und wie ein Wahnsinniger grinsend. Zu jeder Seite hatte er einen Kessel stehen, aus dem heiße Flammen züngelten, die den gesamten Vorbau in ein gelb-rotes Glühen tauchten und so einen kleinen Teil unserer Straße in die Hölle verwandelten. Düstere Musik, vermutlich aus dem Omen-Soundtrack, dröhnte wie die Hymne einer schwarzen Messe von der Veranda, während Geisterhausgeräusche aus den dunklen Fenstern des Heims drangen. Diese waren gerade so weit geöffnet, dass ein wenig Herbstluft hinein konnte, welche selbst für Ende Oktober in Texas ungewöhnlich war. Hin und wieder stieß der Teufel Rufe aus, wie etwa »Kommt doch hoch, Kids!« oder ließ ein Gelächter ertönen, bei dem einem das Blut in den Adern gefror und das zwischen den Häusern widerhallte und sich in der Nachtluft auflöste, wie eine Horde Goblins. Als Fan des Horrorfilmklassikers begann ich, sein Talent, diese Halloween-Atmosphäre zu erschaffen, sehr zu schätzen. Aber eine gewisse Angst brachte mich immer wieder von diesen Gedanken ab. Der Mann hinter dem roten Gesicht war real. Und das hat mir Angst vor ihm eingejagt, auch wenn die meisten Leute ihn als selbstherrlichen Trottel abstempeln. Gehen wir dort hoch? Fragte mich Dan, als ich am Bordstein stand und das letzte bisschen Mut aus meinem Körper sickerte. Dan war ein paar Jahre älter und um einiges größer, aber trotzdem waren wir beide wie aus einem Guss. Wir waren bereits seit 6 Jahren beste Freunde, teilten die Leidenschaft für Hot Wheels, Big Jims und Superhelden. Ich sah ihm seine Vorbehalte an, trotz seiner Maske des unglaublichen Hulk. Seine Mutter war eine strenge Baptistin, die vom Höllenfeuer predigte. Doch verstand ich damals nicht, dass er angesichts des teuflischen Anblicks viel schlimmere Sorgen empfand als ich. »Klar«, antwortete ich, obwohl ich selbst meinen Mutvorrat noch aufstocken musste. Unser gemeinsamer Freund Bob sprach unter seiner Planet der Affenmaske hervor. »Ihr könnt ja hingehen, wenn ihr wollt, aber ich nicht. Mein Bruder sagt, der Typ ist ein Idiot und er will dem nicht dafür in den Arsch treten müssen, wenn er eine Rasierklinge in meinem Schokoriegel findet.« »Ich werde das Zeug eh nicht essen«, sagte ich, um zu zeigen, dass mir das ohnehin klar war. Die Musik dröhnte weiter und ich blickte angestrengt auf das echte Feuer, auf den fast erwachsenen Teenager mit der roten Schminke und auf die offen stehenden Eisentore unter dem Eingangsbogen der Veranda. »Naja, der bringt uns ja nicht um oder so. Der macht das schon so lange ich denken kann und dort sind schon ein Haufen Kinder hingegangen.« Ich nickte in Richtung zweier älterer Kids, die gerade eben dort beim Satan waren. »Hier, die waren gerade dort und wenn die das gepackt haben, gehe ich auch hin. Dan, kommst du?« Mit Dans Einwilligung setzte ich meinen Fuß in des Teufels bräunlichen Vorgarten und begann mich anzunähern. Ich versuchte mir den Augenblick vorzustellen, der sich mir hier in den anderen 364 Tagen des Jahres dargeboten hatte. Ein steinernes Haus mit düsterer Veranda und einem dürren Junkie-Typen, der regelmäßig kommt und wieder fährt mit seinem schrottigen Camaro. Manchmal küsste er seine Freundin, manchmal gab er ihr einen Klaps, aber mir nickte er immer über die Straße zu, als wolle er sagen, dass ich cool bin. Er war nur Wayne Warren. Und nicht der Teufel. Mir dies einzureden, machte die Sache etwas leichter. Aber an Halloween war dieser Kerl total anders. Einfach gruselig. Und als ich ihm näher kam, probierte ich das übliche Zunicken. Aber Wayne nickte nicht zurück. Stattdessen grinste er wie ein Geisteskranker und stieß ein Lachen aus, das unter der Veranda erschallte, als würde es bis hinunter in die Hölle dringen. Dan versuchte die Halloween-Etikette aufrechtzuerhalten und trat, wie es sich gehörte, neben mich, hielt seine Tüte auf und murmelte »Süßes oder Saures«, was unter den gegebenen Umständen wirklich lächerlich klang. Wayne gackerte und warf einen fetten Schokoriegel in seine Tüte. Dann blickte er mich an und meine gummierte Werwolfmaske. »Was Besonderes für dich, mein Freund?« Er langte neben seinen Sitz nach unten. Kramte etwas hervor, betrachtete es kurz und warf es dann in die Tüte, die ich ihm offen hielt,
so als wäre sie meine leere Seele, die von ihm gefüllt werden müsste. Ich habe es nicht wirklich sehen können, aber das war mir vorerst egal. Ich wollte es genauer betrachten, wenn Dan und ich nur erst aus dem Vorgarten hinaus sein würden. Ohne jede weitere Erklärung schürte Wayne einen der Kesselfeuer, spuckte aus und wandte seine Aufmerksamkeit einer weiteren Teenagergruppe zu, die sich näherte. Dan und ich rannten zurück auf den Bordstein, wo Bob wartete. Lass uns zur nächsten Tür weitergehen und nachsehen, was er mir gegeben hat. Wir hockten uns unter eine Straßenlampe und Dan und ich holten die Beute des Teufels hervor. Nur ein normaler Schokoriegel, aber vielleicht ist ja eine Rasierklinge drin. Dan fetzte die Verpackung auf, brach den Riegel in mehrere Teile und fand nichts als Schokolade darin. Bob zog seine Cornelius-Maske ab. Was hast du bekommen? Ich holte den seltsamen Gegenstand hervor, den Wayne in meine Tüte geworfen hatte, und hielt ihn in das weiße Licht der Straßenbeleuchtung. Das sieht aus wie ein Zahn oder vielleicht ein Horn. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Das Ding maß ungefähr 3 Zoll in der Länge und das eine Ende gezackt, das andere zu einer gekrümmten Spitze zulaufend. Aber es war weder aus Knochen noch aus Zahnschmelz, sondern aus einem halbdurchsichtigen Material, in dem so etwas wie mikroelektronische Bauteile enthalten zu sein schienen. Lass mich das mal sehen. Das Zeug da drin sieht aus wie die Computerplatine, die mein Dad mir gezeigt hat. Ich nahm es wieder und schaute noch einmal durch die lichtdurchlässige Oberfläche. Computer sind viel größer als das hier. Das ist seltsam. Ich wette, mein Bruder weiß, was das ist. Vielleicht sollten wir ihn fragen. Bobs Bruder Ronnie rollte dieses Hornding zwischen den Fingern und betrachtete es unter der Schreibtischlampe. Sieht aus, als wäre das von einem Roboter oder so. Ihr seid echt eine Bande von Idioten. Er warf es mir wieder zu. Vielleicht kommt's von dem Alien, das im Motor Valley abgestürzt ist. Hä? Antworteten wir 3 zusammen. Ronnie lachte. Ich denk mal, da habt ihr alle noch in den Windeln gesteckt. Vor ein paar Jahren sind die Cops und die ganzen Leute dort rausgefahren, als da was in den Wald zwischen dem Motor Valley und der schreienden Brücke abgestürzt ist. Angeblich haben die dort eine explodierte fliegende Untertasse gefunden. Aber keine Aliens. Als dieser Idiot Wayne Warren noch zur Schule ging, habe ich das Gerücht gehört, dass er und ein Freund dort draußen zum Saufen waren und dabei ein paar Teile der fliegenden Untertasse gefunden haben sollen. Ich glaube, zu der Zeit hat er auch angefangen, sich zu Halloween als Satan zu verkleiden. Vielleicht verteilt er ja diese UFO-Teile statt Süßigkeiten. Geiziger Arsch. Ich glaube, das ist alles Bullshit. Damit ging Ronnie aus Bobs Zimmer. Ziemlich coole Geschichte, Alter. Wir sollten mal dort rausfahren und uns das ansehen. Vielleicht kam das wirklich von einem Raumschiff. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ihr seid doch wahnsinnig. Die spaßigen Sachen waren meistens verboten. Was hat man davon, wenn die eigenen Eltern sich tatsächlich einen Dreck um einen scheren? Ich durfte nicht an den Bachlauf. Durfte nicht auf die Partys, wo man Flaschendrehen spielte, durfte nicht auf den Hof des Kindes, das wie ein mit Gin abgefüllter Matrose sprach, durfte nicht zum Fastfood-Laden Dairy Queen radeln, durfte eigentlich den kleinen Quadranten unserer Nachbarschaft gar nicht verlassen. Motor Valley war auf jeden Fall weit außerhalb der Landkarte meiner Kindheit. Darum verbrachte ich die Hälfte meiner Kindheit am Bachlauf, oder unternahm Fahrradspritztouren außerhalb der Nachbarschaft und die anderen Hälften verbrachte ich damit, mir plausible Ausreden auszudenken, warum ich schon wieder spät heimkommen würde. Daher dürfte ein Ausflug zum Motor Valley mit meinen üblichen Komplizen denn keine allzu große Ausnahme dargestellt haben. Die Möglichkeit, auf tote außerirdische Wesen zu treffen, allerdings schon. Und deshalb musste diese Mission ohne Rücksicht auf jedwede mögliche Konsequenzen durchgeführt werden. Bob konnte jedenfalls nicht mitkommen.
Er hatte Hausarrest bekommen, weil er mit einer Zigarettenpackung seines Dads erwischt worden war. Im Nachhinein kann ich es ihm nicht übel nehmen, dass er sich so aus der Sache herausgewunden hat. Motor Valley wurde nach der Motocross-Strecke benannt, die im Westteil des Tals gebaut worden war. Mit Ausnahme der wenigen schlecht erhaltenen Straßen, die das Tal durchzogen, war es durch zerzauste texanische Gehölze und profilloses Flachland geprägt, in dem sich das Wasser sammelte und etwas bildete, das für texanische Verhältnisse am nächsten an ein Moor herankam. Falls hier tatsächlich etwas abgestürzt war, so war es kein Wunder, dass sich das Finden der Teile sehr schwierig gestaltete. Aber seit dem Absturz, den später mit Hilfe von alten Zeitungen auf den 30. September 1972 datieren konnte, wurde ein Großteil des Wassers zur Bewässerung einer nahegelegenen Rinderzuchtfarm abgeleitet. So konnte man das Gelände nun durchqueren, ohne im Dreck zu versinken. Dan und ich radelten die Straßen entlang, die an der alten Junior High School vorbei, raus über den Highway 10 führten, wo ein paar Industriegebäude und eine Bar namens Löschlauch als Bastion gegen jede Erneuerung standen. Dies waren die letzten Zeichen menschlicher Zivilisation vor dem Übergang in das Motor Valley. Am Ende des Industriegebietes bogen wir auf die Straße ins Motor Valley, die sich stetig den Abhang hinunter nach Süden zog und direkt durch das Zentrum des Tals führte. Hier fuhren nur wenige Autos entlang und meist auch nur, um dort Müll abzuladen oder eine Abkürzung zum Highway 10 zu nehmen. Und so fuhren Dan und ich auf der randlosen Schotterstraße, als würde sie uns gehören. In den Wassergräben, an den Straßenrändern und an hin und wieder auftauchenden Abzweigungen sahen wir ausrangierte Relikte des Wohlstands, die die Landschaft wie Windpocken verschandelten. Alte Waschmaschinen, Reifen, Couchskelette, gliederlose Puppen, die nun als Zuflucht für düstere Kriechtiere dienten. Wir hörten auf, in die Pedale zu treten, um uns den Hügel hinabrollen zu lassen. Erinnerst du dich an das Hornteil? Klar! Du wirst lebenslang Hausarrest bekommen, wenn deine Mom davon erfährt. Was hast du deiner Mom gesagt, was wir machen? Dass wir zu Dairy Queen und in den Zuckertempel fahren. Oh, ich hoffe, unsere Mütter unterhalten sich nicht zufällig, bevor wir wieder da sind. Du weißt ja, dass Mom immer rumtelefoniert, um rauszukriegen, wo ich stecke. Sie will auch nicht, dass ich zur Dairy Queen rüberfahre. Sie hat die Geschichte über diesen Typen gehört, der in Lubbock in ein Dairy Queen marschiert ist und dort seine Nudel ausgepackt hat. Dafür kam er in den Knast. Klingt wie das, was Jimmys Cousin an seinem Geburtstag gemacht hat. Hat dem nicht ein Mädel dafür in die Eier getreten? Ja, der musste 2 Wochen im Bett bleiben. Großartig. Wir folgten der langgezogenen Motor Valley Straße weiter. Nach mehr als einer halben Meile erreichten wir die Abzweigung herunter zur schreienden Brücke. Das war sicher nicht ihr richtiger Name, aber so wurde sie eben genannt. Die Geschichte einer dieser Liebes-Selbstmord-Tragödien rang sich darum. Wir hatten schon viel darüber gehört, aber waren noch nie dort gewesen. Sieht so aus, dass wir es erst durch die Aussicht auf tote Aliens als lohnend empfanden. Wir bogen nach links ab und befuhren die namenlose Seitenstraße. Zumindest hatte sie kein Namensschild. Je weiter wir über den brüchigen Asphalt fuhren, desto dichter wurden die Bäume, die über die Straße wuchsen und eine Art Dach bildeten. Sie tauchten die Straße in Schatten, sodass sie wie ein Tunnel wirkte. Knochige Äste kamen unter dem Laub zum Vorschein, welches von kühlen Herbstwindböen fortgeweht wurde. Für einen Moment dachte ich an den Wald von Oz. Doch dieser schöne Gedanke verflüchtigte sich schnell wieder. Ich war mir sicher, dass die Kreaturen, die in diesem dornenbewehrten Gehölz lauerten, nicht singen oder tanzen würden. Tatsächlich zwitscherten oder grunzten sie nicht einmal. Es war furchtbar still, was irgendwie noch verstörender war. Als wir uns der schreienden Brücke näherten, ging der Asphalt in sandigem Lehm über, auf dem es mit den Rädern schwierig wurde.
Zudem hatten wir die aufgerüsteten Modelle von Huffy, an deren Querstangen Benzintanks aus Plastik montiert waren, um wie Cross-Motorräder auszusehen. Wir stellten sie also etwas versteckt ab und traten den Rest des Weges zu Fuß an. Die Brücke war gar nicht der Rede wert. Es war eigentlich nur ein Schotterweg, der in einem großen Hang endete, welcher mit sonnengeblichenen Bierdosen und anderem Müll übersät war. Nachdem wir den Hang hinuntergepisst hatten, liefen wir weiter südwärts in die Richtung, in der laut Ronnie das UFO abgestürzt sein sollte. Ich betastete meine Hosentasche nach dem Klappmesser, das ich vor dem letzten Jagdausflug mit meinem Vater kaufen durfte. Die ländliche Gegend war mir nicht fremd, da ich schon, seit ich laufen konnte, zu einigen Hirschjagden mitgenommen wurde. Obwohl ich mir ein gutes Erkundungsgeschick zuschrieb und unbedingt das Mysterium des Motor Valley aufklären wollte, pochte mein Herz wie wild gegen meine Rippen. Dieser Ort wirkte trügerisch, vielleicht sogar böse. So etwas hatte ich bei früheren Ausflügen ins Umland nie gespürt. Wir durchkreuzten das Gelände auf der Suche nach allen möglichen Anzeichen. Was auch immer für Anzeichen auf eine abgestürzte fliegende Untertasse hindeuten mochten. Jedoch war das Unterholz sehr dicht. Und so wurde mir schnell klar, dass wir ohne die Kenntnisse des genauen Absturzortes wenig Aussicht auf einen Fund hatten. Trotzdem gingen wir weiter und hielten Ausschau nach verbrannten Bäumen oder anderen sonderbaren Hinweisen. Nach ungefähr einer halben Stunde rief Dan mich zu sich herüber. Zu einer dichten Baumgruppe, wo er etwas entdeckt hatte. Sieh dir das an! Er lenkte meinen Blick durch das Astwerk auf eine baufällige Hütte, die in einigen Metern Entfernung in einer Lichtung stand. Das war zwar kein UFO, aber zumindest schon mal etwas anderes als nur Bäume und Steine. Dan blickte sichtlich verstört bei dem Gedanken, wer oder was dort drin leben mochte. Ich frag mich, ob dort jemand wohnt. Ich sehe hier nirgendwo ein Auto. Ich glaube, hinter dem Fenster dort hat sich was bewegt. Ich betrachtete das verschmierte Fenster. Wie willst du dadurch was gesehen haben? Guck dir an, wie dreckig das ist. Ja, vielleicht habe ich mir das eingebildet. Vielleicht hauen wir hier lieber ab. Wir können näher an der Brücke weitersuchen. Sollten uns jetzt nicht den Kopf darüber zerbrechen. Ich versuchte, die Situation logisch zu betrachten. Falls dort wirklich jemand lebt, muss der schon sehr alt sein. Und wir könnten locker abhauen. Dan nickte, aber ich spürte, dass er diese Einschätzung nicht aus ganzem Herzen teilte. Los, komm, wir... Ich fing das an zu sagen, als ich hinter uns einen Zweig brechen hörte. Ich wirbelte herum. Nur wenige Schritte von uns entfernt stand ein Mann. Er wirkte alt, aber seine ungepflegte Erscheinung machte eine genaue Alterseinschätzung unmöglich. Er hatte graubraunes Haar, das wie Wildgras von seinem Kopf abstand und den Rahmen für ein schmutziges, unrasiertes Gesicht bildete. Ein wahnsinniges Grinsen legte die Sicht auf mehrere Zahnlücken in der bräunlich-gammeligen Grube seines Mundes frei. Er kratzte sich durch ein ausgeweitetes Loch in seinen verrotteten Overall mit langen, verkrümmten Fingernägeln, während er uns schräg anstarrte. Wir rannten los. Halt! Halt, ihr Jungspunde! Ihr könnt nicht einfach hier draußen rumstolpern, ohne mit dem alten Ricky zu reden! Der Mann setzte eine zerknirschte Miene auf, die wie das epileptische Zucken eines Verrückten aussah. Wir stoppten unsere Flucht. Ich rang um eine passende Ausrede. Mein Dad sucht da hinten gerade Feuerholz. Ich deutete unbestimmt in den Wald. Wir haben uns hier nur umgesehen. Ihr könnt den alten Licky nicht verarschen. Ich weiß, ihr seid allein hier draußen. Wenn euer Dad hier wäre, dann tätet ihr nicht so ängstlich gucken. Er leckte sich dabei mit seiner labbrigen Zunge über die Lippen. Wirklich, Sir? Wenn du weiter lügst, verletzt du noch meine Gefühle, Junge. Es tut uns leid, aber wir müssen bald wieder nach Hause. Brachte ich hervor, als ob ich eine Floskel des Sitcom-Kinds Wally Cleaver zitieren würde. Nicht bevor ihr mal reinkommt und was mit Licky tränkt. Ich will euch was zeigen. Er ging auf uns zu.
Ich kann bis heute nicht erklären, warum wir diesem Verrückten in seine Hütte folgten. Aber ich glaube, wir haben uns mehr vor dem gefürchtet, was passieren würde, wenn wir seinen Wünschen nicht nachkommen würden. Vielleicht hatte ich ein übertrieben großes Vertrauen in mein Messer. Ungeachtet dessen behielt ich den alten Mann im Auge, als er uns in die windschiefe, graue Hütte führte. Mögt ihr Jungs Coca-Cola? Ja. Ich wusste, dass Dan ein reiner Seven-Up-Trinker war. Aber ich nahm an, dass es unter den gegebenen Umständen wohl nicht darauf ankommen würde. Das Erste, was uns in der Hütte entgegenschlug, war der Geruch. Es stank drinnen noch schlimmer als Licky selbst. Irgendwie nach einem modrigen alten Haus. Nur noch viel stärker. Fast wie Verwesung. Wie eine Schlange breitete sich Übelkeit in meinen Eingeweiden aus, als ich meine Lunge mit der ersten Wehe des Gestanks füllte. Die Hütte bestand aus einem einzelnen beengten Raum, der von innen genauso vermodert war wie von außen. Die freiliegenden Deckenbretter waren komplett grau und von Spinnenweben verhüllt. Eine klapprige Pritsche war in eine Ecke gequetscht, in ihrer durchhängenden Mitte ein bräunlicher Fleck. In der gegenüberliegenden Ecke stand ein kaputter Herd, der durch seine von Rost zerfressene Porzellanglasur aussah, als sei er an Lepra erkrankt. An der langen Wand stand eine zerfetzte braune Couch, die unter Stapeln verwaschener Magazine und Hefte kaum zu sehen war. Es schienen zum Großteil Playboys und Hustlers zu sein, so wie ich das beurteilen konnte. Rechts war eine alte, verstaubte Holzkiste. Ich fand, sie sah wie einer der Särge aus, wie sie um 1800 benutzt wurden. Eine fette Ratte schnüffelte um die Kiste herum. Aber das Erschreckendste der Hütte war die Art der Tapete. Alte Pin-Up-Nacktbilder, die aus zahllosen Magazinen ausgeschnitten und komplett über die Wände geklebt worden waren. Darüber waren stellenweise verschiedene Bilder von Ziegen und anderen Tieren geklebt, die Magazinen entstammten, welche mir völlig unbekannt waren. Sie waren alle durch die feuchte, gammelige Umgebung verblasst. Ich hatte bereits viele Nacktbilder in Großvaters Garage gesehen und war daher nicht allzu schockiert. Aber Dan, mit seinem religiösen Hintergrund, schien sich vor der Masse von nackten Frauen und Ziegen nicht sehr wohl zu fühlen. Ihr Jungs sucht nicht zufällig nach einem UFO, oder? Licky fing an, in einem dreckigen Karton beim Herd herumzukramen. Ich löste meinen Blick von einer Blondine mit hervorstechenden Nippeln. Wie kommen Sie darauf? Hab schon einen Haufen neugierige Leute erwischt, wie die Maulwürfe hier überall rumgebuddelt haben. Die denken, die finden sowas wie eine Alien-Leiche. Warum sollten die das denken? Ein schlauer Junge wie du weiß doch bestimmt von einem UFO-Absturz hier draußen. Licky zog zwei verstaubte Flaschen aus dem Karton heraus. Warum schnüffelt ihr wohl sonst hier rum? Naja, wir haben schon davon gehört. Aber ich wusste nichts von Alien-Leichen. Das sind gute Coca-Colas. Er öffnete die Verschlüsse der dreckigen Cola-Flaschen mit seinen Zähnen und reichte mir und Dan je eine davon. Dabei leckte er sich wieder komplett über die Lippen. Unauffällig schnippte ich ein kleines Insektennest von der Flasche ab und fing an zu trinken. Also, eigentlich habe ich nur vorgetäuscht zu trinken, ohne wirklich etwas herunterzuschlucken. Dan tat das Gleiche. Wie gefällt euch Lickys Bude? Habt ihr Jungs Namen? Jim. Ich dachte mir einen Namen aus. Dan lieferte seinen dazu. Und Horace. Unter allen anderen Umständen hätte ich sofort vor Lachen losgebrüllt. Aber diese beunruhigende Atmosphäre unterdrückte jede Reaktion dieser Art. Mein Großvater damals hieß Horace. Hab den alten Sack wirklich gern gehabt, aber der war dumm wie Stroh. Der hat sich eines Tages seinen eigenen Arm abgehackt, weil er dachte, das wäre eine Klapperschlange. Der Alte lachte laut und schüttelte seinen Arm herum, als sei er eine Schlange. Ich blickte mich nach der Tür um. Ich war froh, dass wir näher an der Tür waren als Licky. Ich bemerkte, dass Dan noch immer unruhig die exotische Tapete anstarrte, mit einer Mischung aus Neugier und Schrecken,
als würde er ein Unfallwrack betrachten. Haben Sie den UFO-Absturz beobachtet? Ich versuchte, meine Nervosität zu verbergen. Nee, nicht wirklich. Ich kam danach hierher. Suchen Sie auch nach dem UFO? Nee, die Ranger haben das weggeholt. Ich warte auf eine Sache. Ein Horn. In diesem Moment wurde mein Puls plötzlich flach. Das Ding in meiner Hosentasche stand mit dem alten Mann irgendwie in Verbindung. Mir wurde klar, dass Wayne Warrens Aussagen, er habe Teile der fliegenden Untertasse gefunden, vielleicht wahr sein konnten. Ihr habt da draußen nicht zufällig ein Horn gefunden, oder? War das ein echtes UFO aus dem Weltraum? Yep. Von einem Planeten, der so weit weg ist, dass diese dämlichen Wissenschaftler den noch nicht mal entdeckt haben. Ihr habt mir wegen dem Horn noch nicht geantwortet. Sein Ton wurde plötzlich immer bedrohlicher. Unsere Gesichter erröteten. Ihr kleinen schlauen Säcke, wisst irgendetwas, stimmt's? Er strich mit seiner Hand über die Kiste, als würde er die Haut einer Geliebten streicheln. Was für ein Horn? Gesteh's, Junge. Wenn du das Horn hast, kannst du ihm nicht widerstehen. Ich weiß es, weil ich das andere gefunden habe. Als ich damals für den Sheriff gearbeitet habe und wir hier draußen aufräumen waren nach dem Absturz. Ich habe aber noch was gefunden, das von anderen nie einer zu Gesicht gekriegt hat. Die Angst besiegte schließlich meine Vernunft. Ich zog das durchsichtige Horn aus meiner Tasche. Das habe ich zu Halloween beim Süßes oder Saures bekommen, sagte ich, als ich es hinter Licky auf den Boden warf und in Richtung der Tür losrannte. Dan folgte mir sogleich, aber ein dunkles Bellen ließ uns stoppen. Ein großer Hund stand knurrend draußen. Wir blickten zurück zu Licky in der Erwartung, dass er uns jetzt umbringen würde. Großartig! Beruhigt euch! Er ist nur ein bisschen mürrisch, wenn ihr versteht. Ihr braucht vor ihm keine Angst zu haben. Und auch vor dem alten Lecke nicht. Ich mag euch, Jungs. Er hob das Horn auf. Was wollen Sie von uns? Werd nicht sauer, Kurzer. Ihr habt mir das Horn gebracht, das ich so gesucht habe. Hat das irgendwie mit dem UFO zu tun? Wo habt ihr es her? Von dem Typen, der sich zu Halloween als Teufel verkleidet. Wusste ich's doch. Ich hab gewusst, dass es irgendwie herfindet. Als Teufel verkleidet, Gott verdamm mich. Er leckte sich wieder die Lippen. Er schien ganz aufgeregt darüber zu sein, dass Wayne als Satan verkleidet gewesen war. Ich war mir nicht sicher, wie er und der Alte in Verbindung gestanden haben mochten, falls es überhaupt einen Zusammenhang zwischen ihnen gab. Aber irgendwie mussten wir etwas äußerst Wichtiges transportiert haben. Gehört das einem Alien? Naja, manche würden ihn wohl Alien nennen. Aber eigentlich gehört es dem Teufel. Seit dem Absturz habe ich seinen Körper hier versteckt. Er wartet darauf, dass das andere Horn zu ihm findet. Manchmal braucht's ein paar kleine Säcke wie euch, damit sein Plan funktioniert. Aber sein Plan funktioniert immer. Jetzt kann ich endlich meinen verdienten Lohn haben. Der Teufel? Licky tätschelte die Holzkiste. Ja, Sir. Er ist hier drin. Wir waren sprachlos. Ich wette, ihr Jungs wollt ihn sehen, stimmt's? Ich schüttelte langsam den Kopf und Tränen traten in meine Augen. Dan stand wie angefroren da, als blickte er hinab in Vergils neuen Höllenkreiser. Und hier ist er! Licky rief das aus, als er den Deckel der Kiste aufriss. Die alten Scharniere kreischten wie ein sterbendes Tier. Darin lag der Körper einer Kreatur. Er war bräunlich-rot und verschrumpelt wie eine Mumie. Es hatte Arme und Beine und einen menschenähnlichen Torso, aber es war alles dürr und drahtig. Sein
Ein spitzes Kinn und die gewölbte Stirn ließen es wie eine rötliche Version der kleinen grauen Aliens erscheinen, die manche Leute gesehen haben wollen. Ein Gebiss mit spitzen Zähnen stand unter den zurückgezogenen Lippen hervor. Und es bildete einen krassen Kontrast zu den tief eingesunkenen Augenhöhlen. Ich roch den scharfen Gestank des Alterns, der den Raum erfüllte, als wäre das Biest schon viele Jahrhunderte alt und würde schon ewig faulen. Wir waren angewidert, trotzdem konnten weder Dan noch ich unsere Augen von diesem Ding in seinem Sarg lösen. Genau wie in den Märchenbüchern. Nur kam der nicht aus der Hölle, sondern von da oben. Ich komm schon viel länger her als ihr. Ich weiß Bescheid. Mögt ihr ihn nicht auch? Da fiel mir das Horn auf. Die Kreatur hatte ein Horn genau wie jenes, das ich erhalten hatte. Ein gezacktes Loch an der anderen Kopfseite deutete darauf hin, dass das Wesen einmal zwei Hörner besessen haben musste. Endlich kann ich ihn wieder aufwecken. Ich werde ein Prinz des Himmels, wenn er sieht, was der alte Licky für ihn getan hat, sagte der alte Mann, wobei sich ein Sabberfaden aus seinem Mund über der Brust der Kreatur verteilte, als er versuchte, das fehlende Horn wieder an seinen Platz zu setzen. Draußen bellte der Hund. So blieben wir zwischen zwei Übeln gefangen, die abwechselnd immer schlimmer wurden. Licky lachte laut auf, als das Teil endlich an seinen Platz einrastete. Ein leises Schwirren wurde aus Richtung des Sarges hörbar, als er sich zurückzog. Guckt gut hin, Jungs! Ihr habt den alten Nick zurückgeholt! Das Ding fing an, sich zu bewegen. Nicht mechanisch wie ein Roboter, so wie ich es erwartet hätte, sondern mehr wie ein organisches Wesen, das lange geschlafen hatte. Es saß aufrecht und begann, die Augen zu öffnen. Die dunklen Pupillen wirkten wie schwarze Spiegel, als sie sich auf unsere bleichen Gesichter fokussierten. Seine Haut wurde geschmeidiger und die Lippen zogen sich wieder über die Zähne. Das Ding zog ein Lächeln, das schlimmer war als alles Böse. Und es schien mir durch die Augen zu kriechen, den Hals hinab, um mein Inneres wie eine Würgeschlange zu zerquetschen. Doch ich konnte widerstehen. Und Dan auch. Den Blick lösend rannten wir zur Tür, als das Biest aus der Kiste sprang. Es schien mir irgendwie natürlich zu sein, das Horn zurück zu der Kreatur zu bringen. Das erklärte mein schlechtes Urteilsvermögen, als wir Licky in die Hütte gefolgt waren. Ich war wohl von etwas besessen, so wie auch Wayne Warren, der sich als Teufel verkleidet hatte und ohne es zu wissen auf ein abenteuerlustiges Kind wartete, das ihm das Horn abnehmen und es in die Welt tragen würde, wie einen Samen, der den Wind an seinen Bestimmungsort trägt, wo er keimen und selbst wieder Samen produzieren kann. Bist du nicht eine Schönheit? Des Teufels Antwort darauf war ein Schlag mit seinen klauenbewehrten Hand. Blut spritzte über die Wand aus Nacktbildern, als der Mann gurgelte und zu Boden stürzte. Er wurde rücksichtslos geköpft, trotz seiner Dienste. Scheiße! Schrie ich, als Dan und ich durch die Tür stürmten und über den Hund stolperten. Wir beide und auch der Hund stürzten in einem Chaos aus Verwirrung und knirschenden Zähnen zu Boden. Ich spürte Bisse in meinem Arm. Aber als der Teufel durch die Tür brach, floh der Hund jaulend in den Wald. Die Kreatur lächelte wieder und sah uns an. Es war einer dieser kurzen Augenblicke zwischen den Reaktionen, wenn Körper und Geist sich synchronisieren wollen und das Zeitgefühl nicht vorhanden ist. Für scheinbar endlose Sekunden stand diese widerliche Kreatur über uns. Und auch bevor wir uns zum Wegrennen aufrappeln konnten, wandte sich die Kreatur ab und bewegte sich in den Wald. Sie wandte ihren Kopf noch einmal herum, um uns ein letztes Mal anzusehen. Dann verschmolz sie mit der Landschaft und verschwand. Dan und ich rannten in die entgegengesetzte Richtung, zurück zu unseren Fahrrädern. Wir redeten nicht, während wir durch die Äste und das Unterholz eilten, welches mit fingerartigen Dornen nach uns griff und uns nicht gehen lassen wollte. Erst als wir die ganze Motor Valley-Straße zurückgeradelt waren, brach ich das Schweigen und stellte mich dem, was wir gesehen hatten.
Denkst du, dass das der Teufel war? Dan, dem pure Angst ins Gesicht geschrieben stand, schüttelte seinen Kopf. Und wenn das ein Alien war und es noch mehr davon gibt? Er fing zu weinen an. Ich spürte, wie meine Hände am Lenker bebten. Die Existenz von Aliens oder Teufeln oder gar einer Mischung aus beiden war zu viel für meinen jungen Verstand. Das können wir niemandem erzählen. Ich will darüber nie wieder reden. Werden wir nicht. Niemals. Das war das letzte klare Wort, das ich von ihm vernahm, bevor er in ein Murmeln verfiel, das er immer wiederholte. Wenn das der Teufel oder ein Alien oder sonst was war und wir dafür verantwortlich waren, dass es lebendig wurde, ich rang mit diesem Gedanken. Dieser Gedanke, der mir über die Jahre langsam das Leben aussaugte, wie eine geduldige Giftschlange, die ihr Opfer langsam zum Aufgeben zwingt. Genau jener Gedanke, der zu dem Anruf geführt hatte, der mich eben erreichte. Ich legte den Hörer sanft wieder auf. Dans Schwester war dran gewesen. Er wurde heute Morgen tot in seinem Auto gefunden. Er wurde seit Wochen vermisst. Sie fragte mich, ob ich vielleicht wusste, warum er in einem abgelegenen Ort im Motor Valley gefahren war und sich eine Waffe an den Kopf gehalten hatte. Ich sagte ihr, ich wüsste es nicht.